Servus liebe Leute, heute habe ich einen Special Guest und zwar ist es Malte von Broken Thumbs TV. Oh ja. Wir machen jetzt den zweiten Teil der Candy Challenge und jetzt gibt's afrikanische Süßigkeiten. Die Jelly Tots. Jelly Tots. It tastes Adventure. Aber das ist auf jeden Fall jetzt ja eine Sprache, die wir verstehen. Das sind die Originalen. Ja, die habe ich auch schon öfter mal gesehen. Ja, und dann? Die sehen aus wie so... Kennst du diese... Lakritz-Dinger, also die man so in der Apotheke holt, genauso sehen die aus. Ja, stimmt, aber riech mal dran und dann... Hä, wieso riechen die nach Erde? Die riechen, nein, die riechen nach Essig und nach Plastik. ja, so wie sie riechen, schaut sie jetzt aus. Na, sind eh gut. Ich probier mal so einen von der Farbe. Das sind super. Und das schwarz, oder was? Ja. Okay, Pink sind geil, Alter. Das ist orange. Orange ist geil. Nur wird Apfel sein. Na, probier mal. Hier ist die nur, wenn die geil sind. Das Apfel. Das schmeckt nicht schlecht. Was ist das Schwarze wirklich? Das schmeckt wie diese Mochi, wie Bohnenpaste. Ich glaube, das ist Bohnenpaste, kann das sein? Will die immer noch essen? Was machst du da eigentlich? Ich versuche das einzusammeln. Das ist eine richtig Sisyphus-Arbeit. Und? Da! Ja! Er ist rausgefallen mit Ansagen! So, das ist jetzt... Das ist afrikanisches. Mein Spuckeimer ist weggeflogen. Also wo Original, das sind alles Originale. Ja, aber ich verstehe halt nicht, wo das jetzt typisch... Also ist das wirklich was man in Afrika frisst? Ein bisschen nach Ingwer. Das schmeckt wirklich unspektakulär. Aber da ist Kokonat drin, das schmeckt man voll. Kokosnuss ist es, nicht Ingwer. Das ist Kokosnuss. Hey, Kokosnuss, Ingwer, das ist mit einem Geschmack nicht in Ordnung. Hallo? Aber die sind was geil. Was ist daran jetzt afrikanisch? Kokosnuss. Nee, Kokosnuss. Chocolate. Chocolate Log. Ein Schokoladenbaumstamm. Creamy Marshmallow und Crisp Wafer covered in milk chocolate. Ah, Nestlé ist das aber. Das ist auch Nestlé. Nestlé ist überall. Das ist voll krass, aber den Witz jetzt mal. Willst du reinpassen? What the fuck? Hä? Also die knusprige Waffel? Also es gibt keine knusprige Waffel, weil die ist labberig. Ich bin halt gerade irgendwie so voll schockiert, weil das so voll westliche Süßigkeiten sind. Und ich hätte halt so gedacht, afrikanisch. Wieso, das hast du noch nie gesehen? Da kriegst du das in so einem... So eine halben Kokosnuss oder so. Also ich weiß nicht, das ist auch so voll das Vorurteil, was man hat, oder? Kennt man ja. Alles, was in so einer Verpackung ist, macht mir halt schon Angst. Also das ist irgendwie so pink und sieht so super giftig aus. Strawberry. Ja. Alles künstlicher Erdbeergeschmack ist das ekligste, was die Menschheit erfunden hat. Du, das sieht aus wie Mauern. Das ist so hart, das geht nicht. Njam, njam, njam. Boah. Irgendjemand saß da, hat gedacht, ich mach so ein Erdbeerdingens. Dann haben die das gemacht, so in der Chemieabteilung. Guck das hin. Das schmeckt mega nach Erdbeere. Tut's nicht. Das schmeckt nicht nach Erdbeere. Boah, das ist weird. Geh an den King. Oh, Mann. Guck mal, es gibt einmal den TV-Bar-Weg. TV-Bar. Das ist eine Fernbedienung. Das sieht aus wie Schokolade, aber schmeckt nicht nach Schokolade. Voll ja, schmeckt schon nach weißer Schokolade. Hä, das schmeckt halt voll nach so gesunden Müsli, so Cerealien. Und der ist geil, ja. Das schmeckt nicht nach Schokolade. Ja, meine ich ja. Inside Story. Wie sagen mir die ganze Zeit so romantic Sachen hier? Ich verstehe das nicht. Wir waren vorhin auch schon. Sehr romantisch. Großen Bonbons. Das ist richtig billige Schokolade. Mit Nougat? Billiges Nougat? Oh, geil. Schmeckt aber mega. Gutes Nougat. Was ist das? Oh, Peppermint. Ich hasse Peppermint. Peppermint, das ist aber auch wieder Nestlé. Aber das, also das finde ich von der Farbgebung, finde ich schon so voll seltsam. Ich finde die... Oh mein Gott. Boah, das ist doch geil, oder? So ein bisschen vorne, das sieht echt richtig giftig aus. Das sieht giftig aus, ja. Aber was ist das denn da oben drauf? Das sieht irgendwie aus, als wäre das Plastik, ne? Das ist, glaube ich, eine Waffel. Aber das ist, also sieht das ist so... Crisp Wafer. Der Wafer. Ehrlich, wer beißt denn in sowas rein, freiwillig? Glitzerndes Grün, als wäre es Waldmeister. Ja, aber die Form, wie eigen. Das ist eine geile Verpackung. Das sieht aus wie eine SD-Karte, finde ich. Das sieht aus wie diese Butter, die du kriegst im Hotel. Also Buttermilk Flavored Coffee. Aber die Verpackung, ist das jetzt total typisch? Ist das jetzt so? Naja, vielleicht geht man da halt als afrikanisches Kind zum Süßland und holt sich ja so ein Tütchen mit 2 Bonbons. Ich weiß nicht, vielleicht bei den Leuten. Oh. Ist das geil? Na. Ja, können wir nicht so gut teilen, Alter. Das Kaugummi? Und was ist das, was du hast? Ja, Buttermilch. Buttermilch-Toffee? Ja, schmeckt eigentlich ganz okay. Und du hast eine Buttermilch. Ah! Mal ist das draufliegt. Au. Das Toffee geht gar nicht, ja. Danke nicht. Was soll das sein? Tempo. Warte mal. Also ich hab Tempo sowieso, ich weiß nicht. A thick double chocolate layer with biscuit and caramel. Es ist auch nicht irgendwie so ein Sportriegel oder so. Schmeckt einfach viel zu süß alles. Aber die Schokolade ist nicht gut. Sagen wir mal so. Nochmal Nestlé. Guck mal, das ist hier, das ist, jetzt haben wir Tempo, jetzt kommt Tex. Also es ist vegetarisch. Das schmeckt ganz gut. Da lutschen wir jetzt beide dran. Mann, das ist echt nicht mehr cool. Cream Soda Flavored. Hey, pass auf. No AIDS. Jetzt sage ich dazu nichts. Sau eklig, ich überlege ganz, ob das schmeckt. Ich will auch probieren. Ja, ich will den nicht in den Mund nehmen. Alter, alles von Nebisle, ne? Ich raste aus. One, das sieht aus wie ein Maßriegel. Voll, 25-Hour-Day. Das heißt, du isst einen und hast den Tag aber mal eine Stunde mehr. Das ist ein Maß, oder? Das sieht mega aus wie ein Maß. Das ist ein Maß? Ja, das ist ein Maß. Und es klebt alles jetzt. Den ersten Teil zu der Challenge seht ihr bei Broken Thumbs. Und da geht's jetzt rüber. Hier in der Infokarte. Bis zum nächsten Mal. Bussi. Baba.